Herzlich willkommen zum RÖFO-Podcast. Sie hören ein Interview mit Dr. Anna Schober. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Anatomie des Universitätsklinikums Münster und Autorin des RÖFO-Artikels Anatomie und Bildgebung – 10 Jahre Erfahrung mit einem interdisziplinären Lehrprojekt im vorklinischen Medizinstudium – vom Wahlkurs zum curricularen Kurs. Frau Dr. Schober, die Anatomie des Menschen ist Grundlage allen ärztlichen Handelns. Deshalb besuchen auch Medizinstudenten im Laufe ihres Studiums Anatomiekurse, in denen sie durch Präparierübungen an Leichen die Anatomie des Menschen kennenlernen. Es wird jedoch gelegentlich bemängelt, dass sich die Anatomie des Lebenden häufig von der Leichenanatomie unterscheidet. Welche Unterschiede gibt es da? Im Präparierkurs, da haben wir es ja mit Körperspenden zu tun. Und diese Körperspenden sind zum einen alt, ungefähr 80 Jahre. Sie haben natürlich Krankheiten, die zu einem natürlichen Tod geführt haben. Und die Veränderungen, die wir sehen, die betreffen weniger die Hartgewebe, aber vor allen Dingen eben die Weichteilgewebe hinsichtlich Konsistenz, der Farbe und der Dichte. Bei Anatomie am Lebenden haben wir eben die Möglichkeit, mit Hilfe der modernen Bildgebung auch eben junge, gesunde Patienten vorzustellen, deren Weichteilstrukturen eben auch dem Normalen entsprechen. Und es gibt ja sogar einen Zweig innerhalb der Radiologie, die Postmortem-Radiologie, die genau diese Unterschiede zeigt und die eine große Rolle hat in der Pathologie und in der Forensik. Aber wir haben es ja jetzt zu tun mit der anatomischen Lehre. Und ich bin überzeugt, Präparierkurs und Anatomie am Lebenden sind ergänzende und keinesfalls konkurrierende Methoden. Ich meine keinesfalls, dass der Präparierkurs abgeschafft werden sollte. Er hat große Vorteile. Die Studierenden üben auch Fertigkeiten, die sie später in ihrer ärztlichen Tätigkeit unbedingt gebrauchen, zum Beispiel Umgang mit dem Skalpell. Leitungsbahnen, Nerven lassen sich wesentlich besser darstellen als mit modernen bildgebenden Verfahren. Auf der anderen Seite, die modernen bildgebenden Verfahren, das sind die Verfahren, mit denen später in der Klinik die Anatomie jeden Tag dem Kliniker bewusst wird. Und deswegen diese beiden Verfahren als Ergänzung, genauso wie man CT und MRT nicht ausspielen sollte, sondern eben als ergänzende Methoden wahrnimmt, so eben auch Präparierkurs und Anatomie am Lebenden als ergänzende Methoden. Aufgrund dieser Unterschiede wurde in der Vergangenheit mehrfach gefordert, dass der Fokus der anatomischen Lehre auf die Anatomie des Lebenden gelegt werden müsse. Mit Ihrem Lehrprojekt Anatomie und Bildgebung tragen Sie dieser Forderung nun schon seit 10 Jahren Rechnung. Wie funktioniert Ihr Kurs praktisch? Wir haben in der Vergangenheit den Kurs durchgeführt als Wahlkurs, semesterbegleitend für 30 Studierende pro Semester. Jetzt ist es ein curricularer Kurs für eine ganze Semesterkohorte für 140 Studierende und aus organisatorischen Gründen deshalb jetzt durchgeführt als Blockkurs an 4 Wochentagen. Jeder Kurstag hat ein großes Thema zum Inhalt: Bewegungsapparat, Thorax, Abdomen, Kopf, Hals. Und an jedem dieser Kurstage durchlaufen die 140 Studierende 7 Module, in denen das Thema eben aus unterschiedlichen Aspekten, nämlich Anatomie am Lebenden, Röntgen-CT-Anatomie, Sonoanatomie und auch Nuklearmedizin deutlich gemacht wird. Wir haben 7 Dozenten und diese Dozenten beinhalten auch die Lehrbeauftragten, sowohl für die Radiologie als auch für die Nuklearmedizin, sodass wir auf diese Art und Weise ein longitudinales Curriculum für die Bildgebung entwickeln können. Und es ist nach wie vor angelegt als Kleingruppenunterricht. Wir haben 5 bis maximal 10 Studierende in einer Kleingruppe. Und diese Kleingruppen werden unterrichtet von studentischen Hilfskräften. Es ist ein tutorengestütztes Projekt. Und das hat große Vorteile. Diese studentischen Hilfskräfte sind gut ausgebildet, sorgfältig ausgewählt, hoch motiviert und sie schaffen eine Brücke zwischen den Dozenten und den Studierenden.
Es ist so in der Praxis, dass 140 Studierende parallel in 20 Kursräumen von 20 studentischen Tutoren unterrichtet werden. Und diese 140 Studierende machen dann jeweils innerhalb eines Kurstages quasi ein Zirkeltraining. Zusätzlich benutzen wir jetzt iPads für die Visualisierung, zusätzlich zu den herkömmlichen Lichtkästen. Es gibt eine Abschlussklausur und eine Evaluation. Und zum Schluss noch die Frage, wie zufrieden sind die Studierenden und auch die ärztlichen Leiter mit diesem Projekt und wie schätzen Sie die Einführung solcher interdisziplinären interaktiven Lehrprojekte bundesweit zukünftig ein? Die Studierenden sind sehr zufrieden. Es war so, dass auf Anhieb unser Kurs Anatomie und Bildgebung auf Platz 1 aller curricularen Seminare der medizinischen Fakultät gelandet ist im fakultätsinternen Ranking und das gleich zweimal hintereinander. Neben diesem fakultätsinternen Ranking führen wir seit 2001 ja eine kontinuierliche Kursevaluation durch, wie in dem Artikel beschrieben. Und zu unserer großen Freude wird auch nach dieser Pflichtveranstaltung der Kurs immer noch sehr gut bewertet. Auf einer Schulnotenskala zwischen 1 und 5 liegt die Kurszufriedenheit immer in allen gefragten Items zwischen 1 und 2. Und besonders hervorgehoben wird eben, dass die klinische Relevanz ersichtlich ist. Auch die ärztlichen Leiter sind sehr zufrieden, weil eben sie die Chance haben, ein longitudinales Curriculum zu entwickeln, weil sie die Chance haben, auch außerhalb eines Modellstudienganges klinische Inhalte in die Vorklinik zu implementieren und auf diese Art und Weise die hellsten Köpfe für die Radiologie zu begeistern und zu gewinnen. Was die bundesweite Einführung betrifft, so denke ich, das ist möglich. Die Universität Ulm hat unser Konzept auch schon seit vielen Jahren übernommen. Anatomie im Bild heißt es dort. Es gibt ja auch an vielen Universitäten Begleitkurse im Ultraschall oder in der Röntgen-CT-Anatomie. Aber ich glaube, dass wir bundesweit die einzige Universität ist, die dieses integrierte Konzept durchführt mit Anatomie am Lebenden, mit Röntgen-CT-Anatomie, mit Sonoanatomie und mit funktioneller und molekularer Bildgebung. Vielen Dank für das Interview, Frau Dr. Schober.